bei Conny Canarias. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier an unserem Leuchtturm. Und ich gehe mal eine Runde auf die Terrasse hoch und zeige euch natürlich auch das ethnografische Museum ein bisschen. Und wenn ihr hier in der Gegend seid, dann geht doch einfach mal rein. Das kostet auch keinen Eintritt. Und dann schaut ihr euch das mal an. In den ersten Stock gibt es einen Aufzug, allerdings dann auf die Terrasse hier hoch vom Turm. Da muss man dann im Turm die Treppe laufen. So, ich bin hier ja öfter mal drin, weil es ist auch immer wieder schön, oben von der Terrasse die Aufnahmen zu machen. Und jetzt gehen wir ganz einfach mal hoch und ich zeige euch das nochmal, das Museum. So, hier wird also über die Geschichte, über die Eroberung der Kanaren wird berichtet. Und dann wird auch das kanarische Kunsthandwerk vorgestellt. Hier haben wir ein paar Trachten. Cencerreros, das sind die Kuhglockenhersteller. Ja. Und natürlich die Musikinstrumente, ganz wichtig hier der Timpel und die Bandurria. Das sind ja ganz wichtige Musikinstrumente hier auf den Inseln. So, hier ist ein bisschen die Geschichte. Casas y Cuevas, ja, so hat man früher hier gewohnt. Häuser und Höhlen. Ton auch ganz wichtig und hier haben wir das Idolo de Tara, das ist das Fruchtbarkeitssymbol. So, und dann gehen wir in den Turm noch mal hoch auf die Terrasse. Ja, absolut ideale Bedingungen hier für die Terrasse, kein Wind. Denn wenn es windig ist, dann fliegt man hier oben weg. Das ist also dann ganz, ganz heftig. Aber heute richtig schön. Ein paar Wölkchen am Himmel, aber es ist trotzdem gut warm. Heute brauchen wir irgendwie die Wolken. Die Sonne, die hat ganz schön Power.
unsere schönen Berge da hinten. Die hängen noch so ein bisschen im Dunst drin, im Kalima-Dunst, aber auch ein paar Wolken. Also da sind auch ein paar tief hängende Wolken mit dabei. Und auf das Blue Marlin Ibiza hier oben auf dem Dach vom Hotel Faro, die Sky Lounge, da kann jeder hochfahren. Kann man sich hinsetzen, essen, trinken. Also das ist nicht nur für Hotelgäste, sondern da kann jeder hoch. So, dann schauen wir doch mal, was der Harry da unten so treibt. Oh ja, er ist schon wieder mitten dabei. Da werde ich dann gleich mal runtergehen und ihm zur Hand gehen. Denn wir haben ja jetzt auch den Plan B hier. Den bekommt er jetzt also auch hier bei uns. Aber natürlich auch weiterhin bei der Antje, wenn ihr in Deutschland seid, die schickt den dann zu. Das machen wir von hier nicht. Hier ist nur Direktabholung, Selbstabholung. So, das war's dann auch und kurzer Besuch hier am Leuchtturm und ich sage dann noch tschüss, macht's gut, bis bald.